eng von den Missionen vom Lützburger Filmfonds ist ja Promotion vom Lützburger Kino zu machen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite neue Filme und entwickeln zu kriegen. Und das sind eigentlich die zwei Hauptmissionen, die wir machen. Die ist, wir gehen raus zu Berlin, wir probieren als Produzenten, als Filmschaffenden gleich zu unterstützen, an dem, wo sie hier Filme ein Publikum hinbringen, wir haben auch Leute, die wollen Filme kaufen. Das ist eine von den Hauptmissionen, der Tisch, um außen zu weisen, was ist Lützburg als Filmland, wie viele Leute schaffen da, was sind die, die man können noch freiere wegen Filme gehen, die gemacht, was tun wir und Techniker, was tun wir und Produzenten, was tun wir und Akteure zu Lützburg. Das ist da eine von den Abendstunden, eine Mission vom Filmfunk an die anderen, sind natürlich auch zu gucken, für das man neue Filme auf Lützburg kriegen und dadurch probieren wir immer über TV von Regionen neue Produzenten zu finden, die man mit Lützburger Produzenten in Kontakt bringen oder mit diesen ausländischen Homologen zu schwätzen, wir können eine Co-Produktion immer den einzelnen Ländern zu favorisieren. Zertifikate, von denen wir die communément gebraucht haben, für eine indirekte Hilfe durchzustellen. Das heißt, der Produzent kann keine Suchen direkt vom Fonds. Wir kriegen über den Weg von einem Zertifikat, wo ein Brief kommt vom Filmfonds, dass sind so viele Suchen, kann von seiner Steuererklärung aufrechnen. An den Zertifikat der Produzent dann einer Bank normalerweise verkauft, an der Kultur durch die Suchen an Banken auf ihrer Steuererklärung gültig gemacht. Darüber hier sind Suchen auf einen indirekten Weg an den Circuit kommen. Und das wollen wir aufschaffen und wir wollen das indirekt Steuermodell abhalten und wir wollen zuhören, ob ein direkter Weis und der Produzent gehen. Das ist nicht mehr über den Weg von Non-Recept-Fiskalen, sondern über den Weg von einer direkten Aid, die der Produzent von uns auskriegt. Es ist so gewesen, dass wir rund an den letzten Jahren, en moyenne, an den letzten 2-3 Jahren, immer mit dem Modell abgehalten haben, wo wir 25 Millionen Unproduktion über Filmproduktionen zu Lützburg über den indirekten Weg von Steueravantagen ausgedehnt. Lo kriegen wir dieselbe Monte direkt an unser Budget und wir können in dem Moment direkt an die Produktion gehen, das heißt, die bei uns können. Die Freedom, sie brauchen so viel Suchen, wir bewerten, ob sie kann kriegen oder kriegen die Geld von uns direkt am Tand, an der Kandoma, die sie Produktion machen. Früher hatten wir Zertifikat, das Zertifikatsgesetz, das war 526 Millionen. Und wir hatten nach einer Direkt-Aid, die um die 6-7 Millionen war. Und die zwei zusammen, das ist das, was wir von Lohn für den Filmsektor zu Lützburg zu unterstützen. Wir haben mit dem Heimmechanismus sich nicht geändert, wenn man dann die direkt oder indirekt Aid ändert du sich nicht die Relationen mit dem Ausland. Das geht genau, das ist das System en tant que tel, als immer ganz kompatibel gewesen, für das Produzenten probieren, die Lützburg-Schilfe mit den Ausländischen zu kombinieren. Man muss da immer aufgepasst, dass das gut über nicht klappt, dass ich nicht kann, zusammen kombinieren, für das wir können eine Co-Produktion mit dem Ausland schaffen, weil wir brauchen Co-Produktion, wir brauchen das Ausland, weil ich nicht kann zu und alle gut zu Lützburg fahren. Wir täten aus sich, wie sie momentan funktionieren, sind Aiden, die identisch durchgehen an anderen Ländern, sodass es nicht Neues ist, dass es nicht extra ist, wir nicht fällt nicht neu erfunden, wir haben just probiert, das zu gebrauchen, was der Realität entspricht, aber was als Filmschaffen können brauchen, für nur europäischen Kinos-Mechanismus zu funktionieren.